Wir haben die Zerstörung der Umwelt, wir haben Absolutheitsansprüche in der Politik, aber auch in der Religion. Die Moslems beispielsweise oder auch Christen haben einen Absolutheitsanspruch und so weiter, viele andere Religionen auch. Also diese Dinge machen uns heute in der Welt natürlich zum großen Teil zu schaffen und sorgen für Uneinigkeit. Was sind nun die Ziele der neuen Weltordnung? Die neue Weltordnung will die Schöpfung bewahren. Sie will weltweiten Frieden, sie will eine Menschheitsfamilie. Es soll keine Nationalstaaten mehr geben, keine Konflikte wegen Rasse, Kaste, Geschlecht, Religion oder Politik und keine Absolutheitsansprüche. Schlüsselbegriffe der neuen Weltordnung: Liebe, Friede, Einheit, Harmonie und Toleranz. Und das ist natürlich auf den ersten Blick sehr interessant, sehr verführerisch. Und hört sich sehr gut an. Also ich muss sagen, wenn ich nicht Christ wäre, würde ich wahrscheinlich, möchte ich sagen, Freimaurer werden. Weil diese Ziele rein aus menschlicher Sicht ohne den Glauben sind natürlich sehr, sehr interessant. Aber wir werden noch sehen, was am Ende dabei rauskommen wird. Es wird also angestrebt, eine Weltregierung, ein Weltparlament, ein Weltwirtschaftssystem, eine Weltbank, Weltgerichtshof, eine Weltpolizei, eine Weltreligion, eine Weltsprache. Total global kann man sagen, alles soll globalisiert werden. Das sind die verlockenden Ziele der neuen Weltordnung. Aber die Bibel sagt uns, seht zu, dass euch niemand verführe. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, oder irreführe. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Und deshalb nochmal auch meine Ermahnung an diejenigen, die jetzt vielleicht mit den Freimaurern liebäugeln: Prüft alles und das Gute haltet fest. Wir werden sehen, wo die neue Weltordnung nachher zum Ende hinführen wird. Sie hat zwar zu Anfang sehr interessante Ziele, aber wir werden sehen, dass diese Ziele nachher ganz furchtbar enden werden. Wir haben von Prüfung gesprochen und wir wollen in diesem Zusammenhang auch mal eine Banknote prüfen, und zwar den US-Dollar, ein ganz normaler US-Dollar-Schein, herausgegeben seinerzeit von Franklin Roosevelt in den 1930er Jahren. Es gibt ein ganzes Buch, was sich mit den geheimen Symbolen auf diesem Dollar befasst. Wir haben beispielsweise eben hier diese 13 Stufen in der Pyramide, wir haben dieses Auge oben in der Pyramide, wir haben da eine seltsame Überschrift und auch einen Spruch auf Lateinisch darunter, da werden wir gleich noch drüber reden. Wenn man diese Sterne hier, diese einzelnen Pentagramme, die wiederum auch ein bestimmtes Symbol im Freimaurertum sind, miteinander verbindet, dann erkennt man, dass man auf einen Judenstern kommt, beispielsweise auf den Davidstern. Wir haben 13 Pfeile, 13 Blätter, 13 Schwanzfedern, also wir haben überall eine sehr interessante Symbolik auf diesem Dollar. Die 13, auch jüdische Glückszahl, Zahlen der Transformation, der Wiedergeburt, auch der Adler, den es vielleicht darstellen soll, aber der auf der anderen Seite symbolisch auch den Phönix aus der Asche darstellen soll. Die Pyramide finden wir vielfach im Freimaurertum. Sie ist praktisch das Symbol des angestrebten Welttempels in der Freimaurerei. Überall, hier auf diesen Freimaurerschurz oder auf diesen Decken und so weiter, finden wir immer wieder überall diese Pyramide mit dem Auge. Hier oben auch sehr schön zu sehen. Wir sehen hier auch interessant, wenn man das Weiße Haus in Amerika sich vorstellt, von der Bauweise in ganz ähnlicher Weise, das sieht das Weiße Haus beispielsweise in Amerika aus. Ja, dieser Satz, Annuit Coeptis, lateinisch heißt übersetzt, unser Unternehmen wird von Erfolg gekrönt, und darunter der Spruch, Novus Ordo Seclorum, eine neue Weltordnung. Und ganz interessant, über dem Adler oder Phönix können wir noch lesen, E pluribus unum, aus vielen eins machen. Es soll also aus vielen eins gemacht werden, deshalb auch diese große One World, eine Welt, die große Eins, der ein Dollar. Und interessant auch, wir kennen alle diesen Spruch, In God We Trust, der Amerikaner. Dieser Spruch war bereits Wahlspruch bei der englischen Großlogengründung im 18. Jahrhundert. Also wir sehen, wir vertrauen in Gott. Wir werden aber noch prüfen und feststellen, welcher Gott es ist, dem die Freimaurer vertrauen, und welcher Gott es offensichtlich auch ist, dem ein Teil zumindest der Amerikaner vertraut. Ja, in diesem Zusammenhang kommen wir natürlich auch auf den Orden der Illuminaten. Was ist dran?
gibt es diesen geheimen Orden? Was sind seine Ziele? Gab es ihn damals vielleicht, nun gibt es ihn heute eben nicht mehr, ist er verboten worden, aufgelöst worden oder können wir heute noch Spuren davon wiederfinden? Illuminare aus dem Lateinischen bedeutet erleuchten, auch von dem Wort, wir hatten vorhin Luzifer, da steckt auch dieses Wort drin, in ähnlicher Weise Luzifer, der Lichtbringer oder der Illuminat sozusagen, der Erleuchter. Es gab tatsächlich die bayerischen Illuminaten. Am 1. Mai 1776 wurde in Ingolstadt der Orden der Illuminaten von Adam Weishaupt, Professor für Kirchenrecht und jesuitisch erzogen, gegründet. Interessant schon mal der 1. Mai. Wir kennen alle den 1. Mai auch als Feiertag. Vielleicht gibt es da auch Zusammenhänge. Unter dem Deckmantel der Münchner Freimaurerloge wurden okkulte Praktiken geübt. Dieser als atheistische Institution gestiftete Orden der Illuminati pflegte nicht nur Okkultismus und Satanismus, sondern verfolgte auch politische Ziele. Und mit diesen politischen Zielen wollen wir uns auch gleich befassen. Freiherr von Knigge entwarf den Organisationsplan, der dem des Jesuitenordens nachempfunden war. Wir sehen hier diese Originalschriften des Illuminatenordens. Manche solcher Schriften, auch manche interessanten Briefwechsel zwischen Illuminaten, waren teilweise in Deutschland, aber auch in England in Museen zu sehen. Aber sie sind teilweise in den 30er, 40er Jahren auf mysteriöse Weise verschwunden. Es gibt zwar noch Aufzeichnungen darüber, aber diese Briefe, diese Dokumente sind spurlos verschwunden heute. Was sind die politischen Ziele? Was ist Weishaupts Plan, der Gründer des Illuminatenordens? Umsturz der Regierung und Religion, besonders des Christentums. Die Auslösung eines Chaos mit Hilfe von Revolutionen und Krieg, um dann selbst die Macht zu ergreifen und eine Weltherrschaft mit Satanismus als verbindlicher Weltreligion aufzubauen. Mitglieder seines Ordens waren Voltaire, Goethe, Mirabeau und Robespierre. Wir sehen also, dieser Orden hatte keinen geringeren als Voltaire oder Goethe als Mitglieder. Es waren also nicht irgendwelche kleinen Gestalten der Weltgeschichte, sondern schon Menschen, die offensichtlich einen sehr großen kulturellen und gesellschaftlichen Einfluss hatten, die in diesem obstrusen Orden drin waren. Ziel also Auslösung eines Chaos, Revolutionen, Kriege und so weiter. Abschaffung von Privatbesitz und Vererbung, Abschaffung des Patriotismus und Nationalismus. Wir wissen, die neue Weltordnung will ja keine Nationalstaaten mehr. Abschaffung des Familienlebens und der Institution Ehe. Schaffung einer gemeinschaftlichen Schulbildung für Kinder. Und dieser fünfte Punkt, denke ich, ist eigentlich auch ganz interessant. Können wir nicht das gerade heute beobachten, dass die Ehe kaputt gemacht wird, Abschaffung des Familienlebens in vielen Bereichen, dass Frauen eingeredet wird, sie müssen Karriere machen, dass eine gemeinschaftliche Schulbildung für Kinder gemacht wird, dass jetzt sogar gesetzlich gezwungen wird dazu, dass Kinder nicht nur in die Vorschule gehen müssen, sondern vor der Vorschule bereits ein Jahr auch Kindergarten haben müssen. Das heißt, die Kinder werden immer früher von den Eltern weggenommen. Und damit, wem fällt dann die Erziehung zu? Staatlichen Organen. Das heißt, die Eltern werden immer mehr von der Erziehung der Kinder weggenommen und dadurch entstehen natürlich keine festen Familienbande. Je mehr die Kinder natürlich von den Eltern weggenommen werden, umso mehr werden sie von den Eltern natürlich gelöst. Weishaupts Ziel war nicht nur die Zerstörung der Monarchie und Religion, sondern auch der Gesellschaft. Es ging also darum, Chaos zu schaffen. Durch Neid, Hass, Streit und Krieg, durch Entbehrung, Hunger und Verbreitung von Seuchen, ganz interessant, sollen alle Völker derart zermürbt werden, dass sie keinen Ausweg mehr sehen, als sich vollständig der Herrschaft der Illuminaten zu unterwerfen. Und wenn man diese Pläne liest, könnte man sich beinahe mit den heutigen Zeitungen vergleicht, dann kann man sich wirklich fragen, inwieweit da Parallelen sind. Wir dürfen gespannt sein. Die große Stärke unseres Ordens liegt in seiner Verborgenheit. Er soll niemals unter seinem eigenen Namen erscheinen, aber immer von einem anderen Namen und einer anderen Beschäftigung verdeckt werden. Mit anderen Worten, die Illuminaten treten natürlich nicht auf und sagen, hallo, hier sind wir, sondern sie treten immer wieder unter anderen Namen auf und sogar unter anderen Beschäftigungen. Es können also politische Gruppierungen sein, es können wohltätige Vereinigungen sein und trotzdem arbeiten sie hinter einem verborgenen Ziel und gehören im Verborgenen diesen Illuminatenorden an.